Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Jazz Went Up the River mit der HR Big Band unter der Leitung des bewährten Axel Schlosser. Und Axel ist nicht nur hier vorne am Pult. Axel, du hast die Musik zusammengesucht, du hast sie arrangiert und eingerichtet. Wir werden viele Stücke hören, die in der Originalversion kommen und dann in deiner Bearbeitung. Und Axel ist ein bekennender Jazz-Geschichten-Erzähler. Er kennt sich wahnsinnig aus in der Historie des Jazz. Ja, wahnsinnig. Du guckst schon bescheiden. Nein. Und das ist blendend, denn wir klären jetzt, woher er kommt, der Jazz. Dann, wenn er mal da war, wohin er ging und was ein Fluss damit zu tun hat. Ne? Went up the river. Der Fluss heißt Mississippi, das verrate ich schon. Was ihr eben gehört habt, ist typischer New Orleans Jazz. Das heißt, wir starten auch in New Orleans. Das ist im Süden der USA. Eine Stadt mit einer sehr wechselvollen Geschichte, ab dem 17. Jahrhundert ein ganz wichtiges Zentrum des Sklavenhandels. Ungefähr 15 Millionen Menschen, schätzt man, wurden dorthin transportiert und weiterverteilt. Also alles Menschen, die nicht freiwillig da waren. Und im Lauf der Geschichte hat sich das etwas geändert. Die Sklaven wurden dann auch mal frei. Aber es war immer das Problem, dass viele Kulturen aufeinandertreffen. Und oftmals geht das gar nicht gut.
In New Orleans lief das immer so ein bisschen anders. Man hatte mit der Rassentrennung, es gab auch Gesetze, aber man sah das irgendwie toleranter. Man konnte besser miteinander und man hat gemerkt, ey, diese vielen Kulturen haben den Vorteil, alle bringen ja was mit und vielleicht kann ich ja von den anderen was lernen. Und nur weil die Hautfarbe eine andere ist, muss es nicht sein, dass das ein schlechterer Mensch ist. Und sie haben sich zusammengetan, nicht alle. Aber grundsätzlich war diese Stadt extrem musikbegeistert. Es gab verschiedene Orchester, es gab 3 Opernhäuser, das ist echt ein Brett für eine Stadt. Und man hat sich einfach gerne bewegt und Musik gehört. Und was ihr eben gehört und gesehen habt bei dem Einmarsch, das war eine Marching Band, eine Street Band, eine Band, in der sich alle Kulturen getroffen haben, schwarze Musiker, weiße Musiker, und die zu allen Anlässen gespielt haben. Und es gab keinen Anlass, der kein Anlass war. Man spielte zu Festen, zu Tanzfesten, man spielte bei Gottesdiensten, man spielte auch bei Beerdigungen. Das eben waren 2 Stücke. Just the Closer to Walk with Thee war das erste. Die werden gespielt heute noch bei einem Jazz-Funeral, einer Jazz-Beerdigung. Wer als Musiker was auf sich hält und gestorben ist und die sagen, der war echt gut, der kriegt heute noch sowas und das ist eine große, große, große Ehre. Und man geht gemessenen Schrittes zum Grab mit dem Sarg und wenn dann der Sarg unten ist, dann kommt, oh, didn't he ramble, hat der es nicht krachen lassen? Also man fängt an, das Leben des Verstorbenen zu kommentieren und sagen, du, das war eigentlich schon cool. Der ist sowas von um die Häuser gezogen, der hat so ein Fass aufgemacht. Eigentlich war das ganz okay bis dahin. Und die Menschen gingen mit einer ganz anderen Stimmung weg vom Friedhof und hatten das Gefühl, die nächste Beerdigung, da gehe ich wieder hin. Und zwar gemessenen Schrittes bis zum Grab und dann gucke ich mal, ob wir nicht noch einen trinken können anschließend. 1910 klang das auch schon so. Axel, jetzt sind wir in New Orleans, 1910, da ist schon eine ganze Menge Jazz vorhanden. Wir hatten diese lange Geschichte. Es gibt diesen Mythos vom Congo Square. Kann man sagen, das ist der Ursprung der Jazzmusik? Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt und auch ein ganz wichtiger Platz in der Stadt New Orleans. Denn dort gab es schon seit, soweit ich weiß, Mitte des 18. Jahrhunderts, also viele, viele Jahrzehnte, fast 150 Jahre davor, an den Sonntagen Treffen und Märkte der Sklaven. Die durften dort Märkte abhalten. Und das heißt, die Sklaven und auch freigelassene Sklaven, die gingen dorthin, haben Sachen eingekauft, verkauft. Dort wurde auch Musik gespielt und getanzt. Und das hat sich so etabliert über die vielen, vielen Jahre, dass man dort wirklich hinging. Und nicht nur das. Es wurde auch für alle Schichten in der Stadt interessant, weil die machten da, so wie wir sagen, einen Riesenfass auf. Und die bürgerliche Gesellschaft, also zum Beispiel die Weißen und auch die Kreolen, die in der Stadt waren, die wollten das sehen. Die gingen dahin, das war ein Riesenevent. Und da trafen sich im Prinzip alle. Und daraus ist natürlich schon viel entstanden. Zwar noch direkt kein Jazz, aber viel interessante Musik mit ethnischen Wurzeln, woher die Leute auch immer kamen. Heißt, man trifft sich, man spielt sich was vor, man hört, das passt ja auch zu meiner Musik und vermischt das Ganze mehr oder weniger. Genau, also es ist bekannt, dass da immer welche einstiegen, dann gingen wieder welche nach Hause. Wenn jemand keine Lust mehr hatte, ist er halt gegangen, dann kommen welche dazu. Und so ist das eigentlich im Grunde auf der Straße in New Orleans heute noch. In den 1850er Jahren hat es aufgehört, es wurde verboten. Es war sowieso, der Umgang mit Sklaven war da noch ein anderer. Es gab Plantagenbesitzer in den Südstaaten, da ging überhaupt nichts. Die durften keine Musik machen, keine Instrumente besitzen. Es war Sklaverei, aber es war noch die Möglichkeit, ein wenig Freude und Spaß zu haben. Die Nordstaaten, USA baut auf dem Prinzip der Freiheit auf. Die Nordstaaten sagten, nee, das passt doch nicht zum Land. Wir haben Sklaverei. Es gab diesen Konflikt Nord gegen Südstaaten. Und die Südstaaten sagten, wir spalten uns ab. Es gab den Bürgerkrieg 1861 bis 1865. Gewonnen hat der Norden. Die Sklaven wurden frei. Frei heißt jetzt nicht, dass es gleich viel besser war, aber zumindest war das mal ein Schritt in die richtige Richtung. Sie wurden immer noch diskriminiert, aber sie hatten die Gelegenheit, sich auszubilden. Sie hatten die Gelegenheit, das, was sie vorher gehört hatten, auch zu vertiefen. Zum Beispiel ist im Bürgerkrieg, jetzt gehe ich mal zum Chris darüber, ist eine Musik entstanden, die nennt sich Ragtime. Ragtime heißt zerrissene Zeit. Ganz bekannter Vertreter, Chris, ist Scott Joplin, der bekannteste, kann man das sagen? Ja, das kann man so sagen, denke ich. Und er hat wohl auch den bekanntesten Ragtime geschrieben, der mir jetzt einfällt, The Entertainer. Scott Joplin war geboren nach dem Bürgerkrieg, begabtes Kind, und er bekam Unterricht von einem deutschen
musikalisch ausgebildeten Einwanderer. Das heißt, der hatte diese ganze deutsche Musik im Kopf und diese ganzen Märschen und Polkas und sowas, aber der Ragtime, der macht jetzt ein bisschen mehr draus. Wir hören mal an, was das heißt, Ragtime, zerrissene Zeit, wie das klingt. Also das Ding kennt wirklich fast jeder. Ja. Jetzt habe ich gesagt, es heißt Ragtime, zerrissene Zeit. Was ist jetzt das Zerrissene daran? Genau, das ist das, was wir als Musiker eine Synkope nennen. Das heißt, das war eigentlich die erste Musik, die synkopiert war. Das heißt, dass man nicht die schweren Zählzeiten angespielt hat. Das heißt, wenn man es jetzt, wenn man die schweren Zählzeiten anspielen würde, wäre es vielleicht sowas. Sowas wäre, wenn es jetzt, wenn es aus der Marschmusik. Also mehr geradeaus, genau, Marsch, 1, 3, auf die Rhythmik 1, 3, und jetzt ja. Haben wir zum ersten Mal. Das nennt man Synkopierung, also die vorgezogenen. Ja, und das ist quasi das erste Jazz-Element, das eigentlich in die Musik gekommen ist. Und ansonsten ist interessant zu sehen, dass diese Ragtime-Musik eigentlich komplett europäisch ist. Also die Form, die Struktur zum Teil, es hat oft vier Teile, Modulationen. Genau, es ist Musik, die wir aus der europäischen oder Formensprache, die wir von der europäischen Musik her kennen. Also man spürt diesen klassischen Background, den die hatten. Klar, deutscher Musiklehrer kommt mit deutscher Musik, der wird ihm Haydn, Mozart, Beethoven vorgespielt haben wahrscheinlich. Was hat sich, du sagst, es ist der Ursprung des Jazzes, also ein Teil. Ursprung und die anderen Elemente. Das heißt, dieser kann man sagen, dass sich dieses Betonen von Zeiten, die gar nicht so betont sind, dass dieser kommende Drive sich dann in die Jazzmusik rüber rettet, so mehr oder weniger. Genau, so fing das an und das ist dann später natürlich ausgearbeitet worden. Wichtig ist auch zu wissen, also sehr wichtig ist, dass Ragtime eine komplett ausgeschriebene, komponierte Musik war und insofern auch noch einen klassischen Gestus hat. Und erst später ist dann quasi diese Synkopierung aufgegriffen worden und dass man dann halt freier improvisiert hat darüber. Es kommt später im Programm auch noch ein Stück, das ein bisschen in diese Richtung geht. Dass du nämlich mit deinem Klavier die Musik... Ja, das kommt gleich, das ist gut. Du hattest mir mal erzählt, das ist eine Musik, die muss man mit ein bisschen Bremspedal angehen. Ja, oder genau, es ist noch nicht dieses ist es nicht die Klischee-Vorstellung, die man hat, so dass es jetzt wahnsinnig losgeht, sondern genau, es ist eher eine sehr schöne Musik. Und Scott Joplin hat seinerzeit tatsächlich gesagt, never play ragtime fast. Und ich denke, das sollte man dann so machen, wenn der Meister das sagt. Lass es grooven sozusagen. Genau. Axel, plötzlich gab es, weil der Krieg war zu Ende, es wurden Instrumente frei.
diese ganzen Kapellen hatten alle Instrumente. Krieg geht auch immer mit Musik einander. Man kennt es bei den Schotten, die haben Dudelsäcke, was weiß ich. Und es gibt ganz, ganz viele Kapellen, die im Krieg Musik machen. Plötzlich konnten die ehemaligen Sklaven Instrumente kaufen, lernten Instrumente kennen. Bei den Franzosen war die Klarinette sehr beliebt. Das war dann das Spannende. Dann Geigen, was weiß ich, war jetzt bei euch nicht besetzt. Es konnte man ein Kornett erstehen. Eine der ersten wichtigen Figuren im New Orleans Jazz ist Buddy Bolden, ein Friseur. Was hat ein Friseur in der Jazzgeschichte zu suchen? Der hatte in der Jazzgeschichte als Kornettist und Bandleader etwas zu suchen. Er hatte in der Tat zwei Berufe. Tagsüber war er Barbier mit eigenem Salon, soweit ich weiß. Und abends hat er mit seiner Band in den angesagten Dance Halls gespielt. Legendär müssen die Auftritte in der sogenannten Funky Butt Dance Hall gewesen sein. Und Buddy Bolden war wohl ein extrem kraftvoller Spieler, ein Typ, der die Leute begeistern konnte. Wir nennen sowas heute eine Rampensau. Er war total angesagt und er hat wirklich überall gespielt. Und nicht nur das, sondern er fing auch gleich an, das Material, das er spielte, das waren zum Beispiel Walzer, Polkas, Märsche, angesagte Tagesschlager, auf neue Weise zu interpretieren. Das heißt, zum einen gab es in seiner Band auch eine Klarinette und eine Posaune. Das war so in dieser Dreierkonstellation noch nicht üblich. Er spielte die Melodien luftig, die anderen konnten das kommentieren dann und er ließ immer Pausen für die anderen. Daraus entstand dieses traditionelle Dixieland-Kollektiv, was wir heute noch kennen. Und er brachte auch eine wichtige rhythmische Änderung oder Innovation in die Musik ein. Nämlich hatte er so einen Groove etabliert, wie wir zu sagen pflegen, in dem immer in jedem zweiten Takt, zum Beispiel in einem Marschrhythmus, die 4 besonders stark betont wird. Unter Umständen wird danach gar keine neue 1 gespielt. Das nennt sich die Big Four oder wurde später die Big Four genannt. Ich weiß nicht, ob er es so genannt hätte oder hat. Aber das bringt das Ganze plötzlich zum Grooven. Und vielleicht kann uns ja da unser Drama was vormachen. Wir spielen gleich einen Marsch. Pass auf, Paul, bist schon mal in Temperatur, in Betriebstemperatur. Du hast gerade was anderes noch gesagt. Du hast gesagt, der hat sich mit denen unterhalten. Also der hat was vorgespielt, die haben nachgespielt. Wir hatten ja eben noch diesen Ragtime als Element. Call and Response habe ich noch gelesen. So als das ist so ein Element. Ist das das, was du meintest? Er hat sich mit der Band unterhalten, mehr oder weniger? Im Prinzip ja. Also Call and Response ist was oft den Plantagengesängen so angedichtet wird. Und ich glaube, es kommt unter Umständen auch daher, aber auch aus den Baptistengemeinden. Das heißt, es gibt einen Vorsänger zum Beispiel, die anderen singen es nach oder singen eine andere Phrase darauf hin. Und das ist schon so ähnlich, wie er es in seiner Band machte. Er spielte eine wichtige Melodiephrase, ließ ein bisschen Luft, dann antwortete die Klarinette in höherem Register, die Posaune steuerte von unten was bei. Also man kommt eigentlich von den Feldern von der Arbeit. Der eine singt was vor, die anderen singen nach, um die Arbeit sich irgendwie geschmackvoller zu gestalten und ein bisschen Spaß ins Leben. Machst du Im mal, Prinzip, also du bist der Vorarbeiter sozusagen. Ich mach mal was, ja. Call genau. And response, er called, ihr responsiert bitte. Ja, und das geht so weiter und dann ist irgendwann das Tagwerk vollbracht und was die damals mussten, war Zuckerrohr und Baumwolle, weil die Südstaaten konnten nicht ohne fremde Arbeitskräfte, ohne billige, auszubeutende Arbeitskräfte. Aber das ist dann wieder kulturell, hat sich das vermischt mit den ganzen Einwanderern. Das war wieder ein Element des Jazz, Call and Response. Und wir haben noch eins, wir haben ganz viele Menschen, die aus der Karibik kamen, auch wiederum nicht freiwillig, aber die kamen daher. Was brachten die mit? Die brachten natürlich karibische Rhythmen mit und da kommt ein Zauberwort ins Spiel, nämlich die Klave. Die Klave. Möchtest du? Die Klave, ich habe mich eingelesen, weil du weißt ja alles, ich muss es mir an die Klave. Ich weiß alles. Die Klave, du weißt. Also abzieht euch warm an, es dauert noch ein bisschen. Axel weiß alles. Das sind, die nennt man auch Klave, diese Dinger, die Hölzer, richtig, Paul? Klave heißt Schlüssel, damit machst du deine Hütte auf zu Hause? Nein, wahrscheinlich nicht. Mit den Dingern, du bist der Mensch am Schlagzeug, der das Grundpattern, den Rhythmus unter die Band legt, richtig? Das ist der Schlüssel zu dem Groove, der gerade gespielt wird. Jetzt verstehe ich den Schlüssel. Okay, du hast den Schlüssel zu dem Groove. Und du hast, es gibt so bestimmte Standards, nennt man das. Hast du mal so eine karibische Standard-Klave für mich drauf? Ja, vielleicht eine zweitaktige Sonnenklave.
Die hätte ich mir gewünscht, wenn ich eine hätte wünschen dürfen, wäre es die. Hast du noch eine? Wenn man jetzt die noch mehr punktiert, dann hört sie sich so an. Und wenn man sie jetzt schwingt, dann klingt es schon wieder ein bisschen nach New Orleans. Und das sind die Dinge, die Paul unter die Band packt und die so das Grundgerüst, den Schlüssel zum Stück geben. Jetzt hatten wir eben die Big Four. Wir wollen nämlich jetzt ein Stück spielen von John Philip Sousa, einem, der nennt man auch der König der Marschmusik. Das war ein ganz angesagter Kapellenleiter, der Märsche geschrieben hat. Der Marsch, der gleich kommt, den kennt die 100 pro. Wir hatten einmal den Geradeaus-Marsch-Rhythmus. Machst du mal für mich einen richtig schönen Geradeaus-Marsch. Dann sagtest du, kommt die Big Four. Ja. Buddy Bolden hat es erfunden. Machst du mal die Big Four? Jetzt betonst du nicht so geradeaus, sondern du machst was? Jeder zweite Takt, die vier, ist schwer. Mach mal. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Ja, kriegt deutlich mehr Drive nach vorne. Okay, die Big Four, auch wieder ein Element, das reinkam. Jetzt kommt ein Marsch von Herrn Sousa, erstmal in der Originalversion, dann gehen wir kurz zwischen rein. Ihr seht da hinten dieses wunderschöne goldene Instrument, dieses, ach, wir gehen gleich drauf ein, ich bin jedes Mal begeistert, wenn das auftaucht da hinten. Den Marsch Stars and Stripes Forever, geradeaus, wie Herr Sousa das komponiert hat. Eins, zwei, drei. Ich habe gesehen, Paul, das ist gar nicht so einfach, geradeaus zu spielen, ohne Big Four hinten dran, oder? Man will eigentlich immer gleich nochmal, ne? Weil jetzt kommt das, jetzt darf der Paul. Du hast dich des Stückes angenommen. Herr Sousa war ein Mann des Militärs, eher streng. Er hat sich auch für Kinder eingesetzt, musikalische Bildung in Schulen. Wir reden von 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert. Heute ist es ja anders. Heute ist die musikalische Bildung in Schulen ganz weit vorne. Alle Kinder haben immer Musikunterricht, hoffe ich mal zumindest. Dieser Marsch kommt jetzt mit der Big Four, also die jeden zweiten Takt hinten betont. Dann haben wir dazu gepackt das Call-and-Response-Prinzip, das du gerade eben schon vorgestellt hast, hin und zurück. Und es kommt noch dazu Improvisation, darüber reden wir gleich noch. Das Stück wird jetzt jazzig. Herr Sousa hätte es gemocht, Axel, jazzig? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hätte es nicht gemocht. Er mochte den aufkommenden, aufkeimenden Jazz nicht sonderlich, denn er hielt ihn für rhythmisch unperfekt. Aber das, was er unperfekt nannte, ist genau das, was uns begeistert, nämlich es groovt. Die Rhythmen sind nicht ganz gerade. Man kann die schlecht aufschreiben. Also es ist so ein Phänomen des Jazz, wenn man sich hinsetzt und Phrasen aufschreiben will, Phrasen, die Louis Armstrong zum Beispiel gespielt hat, fällt es schwer, die zu notieren, weil es sich manchmal nicht ganz genau erklären lässt, was das da für Notenwerte sind. Aber das ist für uns interessant und macht die Musik lebendig. Deswegen packen wir das jetzt da alles rein und spielen den Marsch nochmal mit diesen Elementen.
Also, ich hab's gemocht und das reicht ja hier schon völlig aus. Ich auch. John Philip Sousa. Jetzt habe ich versprochen, es gibt ein Instrument, das wird nach diesem Manne benannt. Das ist oft mal, oder es gibt schon mehr Instrumente, die so heißen wie ihre Erfinder. Herr Sachs hat das Saxophon erfunden und dann heißt es halt Saxophon. Herr Sousa hat das Sousaphon nicht erfunden, aber der hat gesagt, ich bräuchte etwas. Was brauchte er, Clive? Was hat er sich da bauen lassen? Er wollte eigentlich eine sogenannte March, ein Tuba, das mehr geeignet für seine Marschmusik, sodass man kann einfach gehen oder reiten auf dem Pferd. Ne? Kannst du das Ding, ich denke, morgens stehst du auf, du machst dir die Haare, so wie ich ähnlich, du putzt dir die Zähne und dann ziehst du dein Sousaphon an für den Rest des Tages. Kannst du da mal reinschlüpfen in das Teil? Genau, okay. Ja, so, man spielt im Sousaphon. Das finde ich so genial. Ich kenne, glaube ich, kein Instrument, wo man drin spielt. Und jetzt hast du das über die Schulter gelegt und hast natürlich die Moment, reiten. Hast du dann beide Hände am Instrument oder kannst du dich am Pferd festhalten? Man kann Pferd festhalten. Das ist viel einfacher, es ist angenehmer. Habt ihr gesehen, dass ich schon die Schulter hoch? Wenn ich rede mit Clive, habe ich meinen Körper genau in seiner Haltung verdreht. Jetzt weiß ich von dir, das ist ein, ich bin Instrumenten-Nerd. Also ich liebe Instrumente. Und wenn Instrumente noch Geschichten haben, dann ist das großartig. Erzählst du mir, wie alt das ist und woher dein Sousaphon kommt? Es war in 1927 gebaut. Und ich weiß, dass es war Eigentum von dem britischen Militär. Und als die Königin Elisabeth zum Besuch war, dann haben die dieses Sousaphon rausgeholt und jemand hat das gespielt, weil ja, es hat einen super Sound und es ist viel größer als die normalen Sousaphon. Es ist anders gebaut, Trichter ist viel größer. Und, also sozusagen die royale Ausführung, um ein bisschen optisch was auf die 12 zu geben. Ja, ja, ich bin ein bisschen neidisch. Und das hast du wohl gekauft, beim Gebrauchtwagen? Oder wie kamst du daran an so ein Instrument? Das ist ja nicht auf dem Markt so einfach zu haben, oder? Nee, man muss die suchen. Na, das gibt's sehr wenig, wahrscheinlich 3 oder 4 in der Größe übrig. Ne? Das ist ein wichtiges Sammelstück. Sehr beeindruckend. Vielen Dank, Clive. In diesen Bands kamen logischerweise Menschen zusammen mit verschiedenen Kenntnissen. Wir hatten europäische Einwanderer mit einer grandiosen Ausbildung, wir hatten ehemalige Sklaven, die gnadenlos begabt waren, aber halt nicht die Chance hatten, was zu lernen. Das heißt, man musste improvisieren beginnen, weil die konnten die Noten nicht aufschreiben. Ein wichtiger Bestandteil des Jazz ist auch die Improvisation. Axel, kann man kurz sagen, was macht der Musiker, wenn er improvisiert? Er hat eine gewisse Grundlage oder kann er machen, was er will? Also bezogen auf den frühen Jazz waren die Improvisationen meistens Variationen der Melodien. Das heißt, die Leute haben die verziert, haben irgendwas hinzugefügt und das wurde dann im Grunde immer mehr. Die solistische Improvisation kam erst ein bisschen später, dass ein Solist in den Vordergrund tritt und dann ein paar Chorusse, so nennen wir die Songform, dann spielt und damit irgendwas Schönes zaubert. Das kam erst ein bisschen später, aber man ist natürlich an die Harmonik und an die Tonart gebunden. Also du hast gewisse Grundlagen, sozusagen einen Farbeimer und mit dem Farbeimer kannst du gewisse Dinge mischen. Richtig. Aber er wird passen, weil alle den gleichen Farbeimer haben. Kann man das so mal... Genau. Richtig. Und es gibt auch Dinge, die nicht passen, die lässt man dann lieber sein. Oder man sagt, die Farbe musste dringend drauf und das gehört so. Ja, genau. Das mache ich ganz gerne, wenn ich denke, gehört dahin. Ich kenne den Mann, der den Jazz erfunden hat. Jelly Roll Morton. Er sagt zumindest, er hat den Jazz erfunden. Damit wäre es ja ganz einfach. Wenn es einen gibt, können wir sagen, Geschichte beendet, das war's dann, oder? Könnte man machen, ja. Und Jelly Roll Morton hatte damit nicht ganz Unrecht, wobei es faktisch so ist, dass er den Jazz natürlich nicht erfunden hat. Aber er galt als Angeber, er hat gerne angegeben und große Töne gespuckt, aber er hat einen wirklich immensen Beitrag zur Entwicklung dieser Musik geleistet. Er war ein fantastischer Pianist, vermutlich einer der besten, die damals in Amerika rumliefen. Er hat sich auch gerne mit anderen gebettelt und er hat diese Musik auch relativ früh schon in andere Städte der Vereinigten Staaten mitgenommen, weil er häufig umgezogen ist und überall seine Spuren hinterlassen hat. Aber seine Erfindung war es ziemlich sicher nicht. Ich dachte, ich habe es drauf jetzt. Okay, habe ich es eben nicht drauf. Jazz war eine Musik von Menschen aller Hautfarben. Es gab auch weiße Jazzmusiker. Die erste Aufnahme,
die gemacht wurde 1917. Das war eine Band von weißen Musikern. Wie hieß die Band? Original Dixieland Jazz Band. Es kann sein, dass da der Name herkommt vielleicht, aber die haben es zuerst benutzt? Ja, die haben es auf jeden Fall zuerst benutzt, haben anfangs Jazz noch mit 2 S geschrieben, was wahrscheinlich von dem französischen Verb jaser, das heißt so viel wie klatschen oder tratschen, bedeutet, oder von einem Parfum, das gerne in New Orleans getragen wurde, das ist ein Jasmin-Parfüm, das dann auf Englisch natürlich Jasmine heißt. Also vielleicht kam es daher, ganz genau geklärt ist es nicht, aber vermutlich kommt irgendwo daher dieser Name Jazz. Von der Band gibt es jetzt den One Step. Wir hören uns ganz kurz die Originalaufnahme an. 1917, Schellack kratzt noch so richtig schön und dann steigt ihr direkt ein mit der Originalbesetzung, also nicht die originalen Musiker, das wäre jetzt steinalt, und ihr spielt das in eurem heutigen Gestus. Gut, los geht's.
Der One Step von der Dixie Jazz Band, das war auch der Schritt. Diese Bands waren oft um das Klavier rumgebaut, weil es war kein Bass dabei. Chris hat jetzt die ganzen Parts übernommen, Rhythmus und Bass, die Traumstunde der Pianisten, weil ihr wart in der Formation, warst du das Zentrum, richtig, als Klavierspieler? Ja, weiß nicht, Zentrum ist vielleicht die Trompete, aber so eine Art Herzstück. Also eine Besonderheit der Pianisten aus dieser Zeit war es, dass die komplette Solo-Pianisten alle waren und linke und rechte dann alles gemacht haben, also quasi ein One-Man-Orchester war und die ersten Bands waren dann quasi da dran gebaut. Also das Schlagzeug kam dann dazu und die Bläser quasi dann auch noch dazu und erst später kam dann der Bass. Wir sind noch in New Orleans, das war die erste Jazzaufnahme 1917, wir sind noch in New Orleans, denn da wird es gerade eng. Es gab einen Bürgermeister, der hat 1897, Sidney Story hieß der, gesagt, New Orleans, tolle Stadt, da ist was los, das ist auch toll von der kulturellen Mischung und was weiß ich, die Musik ist auch großartig, aber es brennt die Luft und zwar überall in der Stadt. Das Nachtleben, es gab Prostitution, es gab Alkoholexzesse, es war echt der Bär los und er hat gesagt, ist gut, Jungs und Mädels, wir richten einen Ort ein am Hafen. Das wird das neue Rotlichtviertel. Alles, was nachts so passiert und alles, was halt ein bisschen durch die Decke geht, kann da stattfinden. Storyville, ne, war das Zentrum der Jazzmusik. Und dann, 1917, da sind wir gerade, trat die USA in den Ersten Weltkrieg ein. Aus New Orleans wurde ein Kriegshafen, ein wichtiger Marinehafen. Und da ging es wohl ab, dass die sagten, also keiner von diesen Matrosen geht wieder aufs Kriegsschiff zurück, der findet den Weg gar nicht mehr wahrscheinlich. Sie haben das dicht gemacht. Am 10. Oktober gab es eine offizielle Abschiedszeremonie. Alle haben ihre Sachen gepackt, vom Barkeeper über die Damen des horizontalen Gewerbes, über die Musiker, sind ausmarschiert, haben sich getroffen, haben einen Abschiedschoral gespielt, vielleicht den vom Anfang, und die rote Lampe ausgemacht. So, das war's. Viele wurden arbeitslos, weil plötzlich war da keine Chance mehr, sich des Nächtens zu beschäftigen. Axel, was haben die alle jetzt gemacht, die trotzdem weiterleben und Musik machen wollten? Ich denke, die haben eigentlich alle das gemacht, was Menschen auf der ganzen Welt machen, wenn es irgendwo keine Arbeit mehr gibt. Die sind größtenteils woanders hingegangen. Also manche haben sicherlich auch einen Beruf gewechselt oder so, aber viele, vor allem die Musiker, haben geschaut, dass sie woanders hinkommen, wo es Möglichkeiten gibt zu spielen. Und eine naheliegende Möglichkeit war natürlich, auf Mississippi-Dampfschiffen zu spielen, weil die fuhren ja eine weite Strecke. Es dauerte relativ lang, man war lang an Bord. Das heißt, da gab es meistens eine Band, vielleicht sogar mehrere. Das haben tatsächlich viele gemacht, die haben auf den Dampfschiffen gespielt. Andere sind auch in andere Städte gezogen, direkt, aber der Jazz hat sich schon auch über die Dampfschiffe auf dem Mississippi Richtung Norden ausgebreitet.